Ja, Prophet. Das ist gar nicht so gut, Prophet im eigenen Land, das kennt man doch, ne? Das wird nicht so gerne gehört. Ja, ich wollte jetzt mal über dieses Twitter, kann man da gucken, meine Homepage macht sie süchtig irgendwie. Ich schreibe gerade über digitale Impotenz. Da gibt es so Hirnforscher. Also wenn man viel Geld verdienen will als Keynote-Speaker, dann muss man Trendforscher, Hirnforscher oder Zukunftsforscher draufschreiben, was immer das ist. Und dann darf man plötzlich alles Mögliche sagen. Also man muss nur sagen, Zukunftsforscher, also das heißt, irgendwann liest so Wired oder irgendwas oder im Internet, was es so gibt und verteilt das. Das ist Zukunftsforscher heute. Da bin ich ein bisschen giftig manchmal. Also das funktioniert alles dann nicht. Aber es klingt schick, ja, dass man so eine Festplatte an den Kopf kriegt. Da ist der Brockhaus drauf und der Glaube auch. Da muss man nur noch anschalten, fertig. Und so, also von der Art gibt es immer die Vorträge dazu. Gut. Also ich möchte sowas, ich kämpfe so ein bisschen für eine erlebbare Zukunft. Das ist, darüber möchte ich jetzt eigentlich reden. Wir haben manchmal total gute Ideen gehabt bei IBM und dann der Boss hat gesagt, it's just an invention, it's not an innovation. Also ist bloß eine Erfindung, Leute, eine Innovation ist das nicht. Also man muss es dann auch machen, also praktisch. Und die meisten Leute beschäftigen sich immer nur mit Erfindungen, aber sie machen nichts. Also hier sind relativ viele Junge, das ist eine Botschaft, also schon mal eine. Also man kann jetzt möglich immer Architekturen machen für die Zukunft, aber man macht nichts. Das ist immer das Schwierige. Das habe ich jetzt sozusagen die ganze Zeit als Chief Technology Officer oder irgendwie, das ist ja auch wieder Englisch, erlebt. Man muss es dann auch irgendwie hinkriegen, dass die Leute das machen. Ja, man kann ein Auto erfinden, das ist eine Sache. Also das ist noch relativ leicht, das hat der Daimler hingekriegt. Aber man muss auch Autobahnen dazu bauen, das ist viel schwieriger. Ja, ich will nur mal das Thema klar machen. Also praktisch, oder so eine Geschichte, also sowas wie Miele hat die Waschmaschine erfunden. Können Sie sich das vorstellen, 1950? Meine Mama kauft eine Waschmaschine. Total gut. Sie wirft die Wäsche rein, versucht erstmal mit 30 Grad, sind alle Flecken noch drin, weil kommt vom Bauernhof, da ist richtig Dreck dran. Und dann versucht sie es mit Kochwaschgang und dann ist die Wäsche zerfallen. Und dann ruft sie bei Miele an. Hallo Miele, das funktioniert so nicht. Und dann sagt Miele, passen Sie mal auf im Callcenter. Sie müssen hinten auf das Etikett gucken in der Wäsche und die Temperatur stellen Sie ein. Und dann sagt meine Mutter, ich habe keine Wäsche mit Etiketten hinten drin. 1950 gab es das gar nicht. Verstehen Sie, man hat die Waschmaschine erfunden ohne die Wäsche dazu. Verstehen Sie, die Wäsche ist erst später entstanden, dass man eine Waschmaschine überhaupt nehmen kann. Innovation ist, dass die Waschmaschine dann auch wirklich funktioniert. Wenn Sie ganz alt sind, so wie ich, dann haben Sie festgestellt, dass Sie 20 bis 30 Jahre Waschmittelreklame hatte, verstehen Sie, bis das überhaupt funktioniert hat. Das ist nicht das Problem, verstehen Sie, Sie können locker so eine Maschine erfinden, das können die Ingenieure alle ganz toll. Und dann 10 Jahre später hat meine Mutter gesagt, ja gut, dann kaufen wir jetzt Wäsche neu mit Etiketten. Also ich habe dann zur Konfirmation alles gekriegt. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so schrecklich ist. Die Leute haben dann in Unterwäsche geschenkt und Schlipse. Ich habe so viele Schlipse und so viele Papiertaschentücher. Und ich hätte mir damals gerne einen Tonband mit Spulen gewünscht. Das durfte ich aber nicht. Man musste sich einen Brockhaus wünschen zur Konfirmation, weil der unter die Verwandten aufteilbar ist in natürlichen Quanten. Und so weiter. Und damals haben wir gesagt, nein, wir wollen jetzt dieses neue Medium, wir wollen ein Tonbandspulengerät. Und haben gesagt, no way, dann hängst du da vor dieser Affenmusik und hörst du den ganzen Tag und du wirst krank davon. Insbesondere vor den Rolling Stones, weil alle Leute, die das hören, Stühle zerschlagen. Das haben wir im Fernsehen gesehen. Ja, jetzt haben wir die nächste Runde mit digitaler Demenz. Also das ist, ja...
So, und ich wollte nur, ich will ein bisschen den Vortrag, den Bogen spannen, dass das so denkerisch ist, das immer alles ganz einfach. Man kann sich auch alles dagegen ausdenken. Ja, wir haben dann irgendwann Wäscheetiketten gehabt. Dann ist der Trockner erfunden worden. Meine Mutter hat das getrocknet. Beim Trockner ist es so, sie haben doch Sachen, die sind zu lang und zu kurz oder normal. Und der Trockner trocknet es gerade so, dass das zu lange noch länger wird und das zu kurze kürzer. Und dann hat meine Mutter wieder angerufen bei Bosch und dann haben sie gesagt, musst du in die Etiketten gucken. Und sie hat gesagt, wir haben keine, da steht nur, wie ich es waschen soll, aber nicht, wie ich es trocknen muss. Und dann haben sie gesagt, ja, dann musst du wieder neue Wäsche. Verstehen Sie so? Und dann haben sie den Geschirrspüler gekauft. Die ganzen ererbten Gläser sind milchig geworden. Und dann haben sie gesagt, ja, kauf die von Ikea. Und so geht das immer so. So. Und ich wollte nur sagen, dass das Erfinden von so Maschinen nicht das Problem ist, sondern es muss eine Menge dahinter passieren. Und das ist beim Internet auch so. Verstehen Sie, Sie können nicht einfach das Internet anschalten und dann ist da irgendein Link oder eine Kirche abgebildet. Verstehen Sie, was ich mit der vielen Wäsche meine, die muss noch erfunden werden. Wir müssen noch, verstehen Sie, eine Miele-Waschmaschine ist nichts gegen Textilien, die neu erfunden werden. Die ganzen Textilfabriken in China müssen umgestellt werden. Diese ganzen Nylons und was es da alles damals als Materialien gibt, die werden alle umgestellt. Alles wird neu gemacht, alles neu. Und dieses kleine Ding Waschmaschine, was das ausgelöst hat, ist nichts. Das sind die ersten 3-4%. Und das Internet sind wieder jetzt die ersten 3-4%. Das Internet ist ja noch nicht mal da. Also fahren Sie mal mit einem ICE so in Ulm rum. Also ich sage das immer. Ich kann schon gefühlt sagen, weil ich so viel rumfahre, wo das Internet ist oder nicht. Also das spürt man schon. Man muss einmal aus dem Fenster. Ja? Mein Navi hat das Ding hier nicht gefunden, deswegen bin ich ein bisschen spät dran. Bernhäuser Forst gibt es nicht. Die Stadt Stetten gibt es auch nicht auf meinem Navi. Ich habe es vor 2 Wochen aktualisiert. Ich habe so Geld bezahlt, dass es jetzt wieder neu ist. Nichts ist neu. Wir haben da so eine Straße, wir hatten in Bammental eine Baustelle, da durfte man nur 30 fahren. Da hat mein altes Navi immer Achtung gesagt, obwohl die Baustelle schon ein Jahr weg ist. Ist jetzt 50. Und jedes Mal, wenn ich um 50 fahre, sagt es ja Achtung. Das darf ich, glaube ich, gar nicht einstellen, oder? Jedenfalls, ich habe es aktualisiert und es sagt es immer noch und so weiter. Und über diese Thematik möchte ich gerne reden. Ja? Also praktisch, es ist viel mehr Arbeit, als Sie denken. Es ist nicht beim Internet oder bei dem Neuen, es ist nicht die Arbeit, jetzt irgendwie wieder neue Ideen zu haben, sondern man muss es irgendwann echt nur machen. Also das Internet echt legen. Sie können nicht irgendwo mal eine Autobahn bauen. Ich weiß nicht, wenn Sie, das ist auch für Ältere. Es gab mal eine Zeit, Sie werden es nicht glauben, wo man durch München, also München hatte so einen Innen- und Außenstadtring und da kann man mit der Autobahn nicht vorbeifahren. Also man kann nicht auf der Autobahn von Norden nach so irgendwie Salzburg oder Wien fahren. Das ging nicht, man musste durch München durch. Und dann hatte man immer im Urlaub 50 Kilometer Stau im Inntal-Dreieck dahinter. Und das war ein Desaster, mussten sie immer einen Tag Urlaub zusätzlich einplanen und so. Und verstehen Sie, man muss es irgendwie mal richtig bauen. Und das dauert lang, auch bei den Autobahnen, auch beim Internet und so weiter. Und dann muss ich irgendwie drüber reden, das ist immer, es wird immer so gesagt im Namen des Evangeliums. Also, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Niemand will die Bibel ändern, auch nicht Jesu Wort, das ist gar nicht der Punkt. Das wird aber immer verdächtigt, also das ist jetzt, verstehen Sie, so wie die Waschmaschine eingeführt wurde und da haben Leute immer gesagt, die wäscht nicht sauber. Nicht genauso wie früher und ich lehne sie ab, verstehen Sie, und die kommen dann immer mit so grundsätzlichen Fragen und sagen, sie wollen die Bibel verändern, das will, glaube ich, gar keiner, aber dann gegen den Vorwurf muss man sich immer latent wehren. Also wir gehen in die neue Zeit, ja, aber das Eigentliche darf nicht verwässert werden, das will ja auch gar keiner. Und im Grunde wird sozusagen eine Veränderung der Form wird immer abgelehnt dadurch, dass man die neue Form verdächtigt, den Inhalt angreifen zu wollen. Das ist ja nicht so. Und dann sind wir schon gleich bei den Feinden der Innovation. Das muss ich einmal durchsprechen. Also man kann nicht einfach irgendwas neu machen, weil einem dann alle Leute ins Gesicht springen. Das muss man auch wissen. Und diese Dinge möchte ich einfach zur Sprache bringen. So.
Jetzt gehen wir mal durch. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Das ist aus der Bravo. Vor 14 Jahren. 2,98 braucht man noch das Internet. Februar 98. Und dann sagen sie, ja, weißt du, ich suche da was und das ist alles in Englisch. Englisch kann ich nicht, was machst du denn da? Und man findet auch nichts. Das ist noch länger, der Artikel, das ist so die erste Hälfte, dass da irgendwie 8 Kids gefragt werden, wie das Internet ist. Und dann sagen sie, ja, eigentlich willst du hier nur spielen. Das Internet ist eigentlich, steht da, World Wide Web, aber das ist sowieso doof. Steht da. Hier, da wo das Blaue ist. Dieser Hype ging ja auch um etwas, was die echten Online-Freaks gar nicht so oft nutzen, nämlich das World Wide Web. Ich weiß nicht, was die echten Freaks machen. Also, ja, und dann so ungefähr ist das Internet-Surfen jetzt out, kommt hier unten, als Trend schon, deshalb sieht man in den Internetcafés jetzt auch kaum jemanden mehr surfen. Also das ist von 98. Dann gibt es so, verstehen Sie, da gibt es so Anfangsbegeisterungswellen, so 1995, da geschieht was ganz Neues. Und dann gehen alle Leute rein und es geht nicht. Das ist das, was ich vorher meinte. Also Sie haben eine Waschmaschine, aber die Wäsche ist nicht da. Verstehen Sie, das Internet ist da, aber es steht nichts drin. Das Auto ist da, aber Sie haben nur Feldwege. Sie müssten mal in meiner Kindheit in Groß-Himstedt gelebt haben. Da haben wir eine gepflasterte Straße und sonst so alles Ackerwege, so Matsch. Das kann man heute nur beim kleinen Lord bewundern, wenn man da in die, wo sie die Armen besuchen, da im Matsch. Ja, das war doch früher. Verstehen Sie? Und dann musste das Hauptthema war das Auto waschen. Das musste immer zu waschen. Und so. Okay, also ich will nur die Historie ein bisschen. Ich will jetzt nicht das Alte alles aufrühren. Ich will nur sagen, dass das alles sehr historisch verhaftet ist und dass es irgendwie auch jetzt 10, 20 Jahre dauert, bis das alles kommt und dass man richtig lange dran Arbeit machen. Können nicht die jungen Leute sagen, Internet an? Das geht nicht. Wir müssen jetzt irgendwie diese Inhalte, also praktisch nicht die Inhalte, sondern sozusagen die Bausteine dafür. Also man muss das ganze Gebäude nochmal neu bauen, also fast Ziegel machen oder sowas. Okay, ich hab in Oldenburg mal auf dem Art Kirchentag ein bisschen was gesagt dazu. Also können Sie einfach durchlesen. Das soll nicht der Hauptteil von dem Vortrag sein, das wissen Sie ja auch selbst. Also jetzt kommen eher die ersten Feinde der Innovation. Das sind die, die hier im Raum sind. Die sagen, das gibt's schon alles. Verstehen Sie, weil Sie das denkerisch schon bewältigt haben. Das bedeutet aber nichts. Verstehen Sie, Sie haben jetzt irgendwie verstanden, dass es eine Waschmaschine gibt. Sie haben das Problem mit der Wäsche noch nicht verstanden. Und Sie sagen, wir gehen jetzt mit dem ganzen Glauben virtuell. Und wenn ich sage, wenn ich predige, das müsste man tun, dann sagen Sie, das weiß ich schon lange. Sie haben es aber noch nicht getan, verstehen Sie? Es ist alles noch, also erfinden ist jetzt leicht. Ich kann das auf eine Folie schreiben, jetzt muss man es nur noch machen. Und das ist noch nicht gemacht, das dauert lang. Ja? Schon, und Ihre Eltern davon zu überzeugen, das dauert noch viel länger. Machen Sie mal. Okay, also das gibt auch Abrieb. Sie können sich schon mal vorstellen, wenn man das echt so organisieren würde, dass ich sage, wir brauchen einfach ein paar Superstars für die evangelische Kirche. Also die katholische hat einen. Es reicht nicht, also alle Augen sind da drauf und der ist nicht für alle Zielgruppen da. Ich habe mal so ein garstiges Buch geschrieben, man müsste das irgendwie wie die Spice Girls irgendwie so für jede Bevölkerungsgruppe ein. Ja, also dass man das besser trifft, bitte? Hildegard von Bingen ist jetzt so. Ja, genau, Hildegard von Bingen, 400, 500 Jahre. Ich habe das Buch zu Hause, das kann ich jetzt lesen. Okay, also
Verstehen Sie, wie viel Abrieb das gibt, wenn man das machen würde, wenn man zulassen würde, dass es sowas wie echte Leute gibt, die im Internet wirklich dann Massenquoten machen oder sowas, was im Grunde eine neue Form der neuen Medien ist. Dann können Sie sich jetzt gleich überlegen, was das für Abrieb und Ärger und Streit gibt. Und Innovation bedeutet im Grunde, dass alle diese Gedanken in irgendeiner Form wahr werden. Sie müssen es nicht genauso machen, aber irgendwie. Nur die Richtung muss irgendwie stimmen. Und dann werden Sie feststellen, dass dann doch die Form immer diskutiert wird. Wenn ich jetzt sagen würde, da sollen einfach ein paar, nicht Bischöfe, sondern richtige sowas wie Persönlichkeiten oder Stars irgendwas Predigten halten, einfach im Internet. Also noch nicht mal, müssen noch, vielleicht noch nicht mal Priester sein. Und dann sagen Sie, das geht jetzt nicht oder das sollen Sie nicht. Verstehen Sie, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, absolut nichts. Es geht einfach nur darum, den Glauben besser zu verbreiten auf diesem neuen Medium. Und dann merken Sie dann auch bei der evangelischen Kirche, wie sehr Sie an der Form hängen. Die katholische Kirche wird auch irgendwann 2400 ins Internet gehen. Ja? Ja, da merken Sie, dass das Anhängen an der Form noch viel stärker ist als in der evangelischen Kirche, aber Sie sollten sich nicht dem Trugschluss hingeben, Sie hätten keine Form. Sie mögen dann auch nicht. Und es wird auch immer gesagt, wir müssen uns ändern, weil das Internet halt da ist. Das ist nicht der Punkt. Wir alle zusammen müssen Lust haben, ins Internet zu gehen. Das macht doch Spaß, unabhängig von den Inhalten. Das wird irgendwo ein... Ja, und wenn Leute Spaß haben, sagt man bei der Erziehung, dann lässt man sie auch mal machen, was sie da tun. Also ich habe das jedenfalls bei der Erziehung so gemacht, wenn meine Kinder an was richtig Spaß hatten, dann würde ich das nur unter Notfall anhalten. Weil die Energie, die dann rauskommt, das ist, wenn die nur 50% irgendwo auf was Wertvollem ist, 50% reicht. Weil wenn man unter Spaß und Energie was macht, zehnfache Schubkraft hat, als wenn man so zur Arbeit geht und sagt, heute habe ich keine Lust, kriegen Sie gar nicht zustande. Also ich kann als Schriftsteller das sagen. Also wenn Sie einen Tag haben, wo man so richtig Schreibfreude hat, dann schreiben Sie 20 Mal mehr als so einen Tag, wo da kriegen Sie gar keine Zeile raus. Ich stelle das irgendwie nach Bio-Uhr. Wenn ich Schaffensfreude habe, schreibe ich was. Und dann mache ich das Telefon aus, fertig. Meine Frau ist da nicht so richtig begeistert. Die sagt dann manchmal, du musst jetzt den Rasen mähen. Ich sage, nein, heute habe ich Schreiblaune. Ja, so. Dann sage ich, denk an unsere Erziehung. Verstehen Sie, ich muss mich ja auch als Kind begreifen. Wenn das gerade mal Lust hat, lass es doch. Auch wenn das jetzt nicht genau das trifft, lass es doch und so weiter. Und das ist immer ganz schwierig, also praktisch diese Energie mal rauszulassen. So, ich kommentiere das nicht, das wissen Sie alle, haben Sie auch jetzt gelesen. Ich sage dann immer, man müsste, ich bin ein bisschen katholisch auch, weil meine anderen katholisch sind. So, also meine Frau ist katholisch und meine Kinder formal auch. Und da gibt es immer Leberwurstbrötchen bei den im Waldhilsbach. Mit Gurken so. Und dann beschweren die sich, dass dann nur so Leute ab 70 kommen und eine Weinschorle trinken wollen. Also die hängen gar nicht so sehr am Glauben, sondern an der Weinschorle. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also das nein, aber so der Eindruck ist manchmal so ein bisschen, dass man so frustriert ist. Und dann sagen die in der Gemeinde, warum kommen jetzt hier eigentlich keine Kinder mehr oder so? Und dann sage ich, ja, mach doch einfach Mao am Pommes zum Abwinken oder so. Ich kenne eine Company in Heidelberg, ich mache mal Reklame, SAS, Statistical Analysis Institute. Die machen eine Firmenfeier für Kunden, für alle Kunden, für alle Geschäftsfreunde. Und dann darf man die Kinder mitbringen und dann gibt es eine Hüpfburg. Und dann gibt es Fanta, Magnum, so einen Stand. Und die anderen gehen ordentlich essen. Ja, also, und bei der Hüpfburg gibt es Fanta und Eis. Und dann ist alles voll. Und meine Kinder fragen, hast du endlich wieder eine Business-Einladung? Ja? Und dann sagen die Kirchenoberen, Eis kommt mir nicht ins Haus, das ist Besprechung. Wir wollen die Kinder haben, dass sie hier zum Glauben kommen und nicht wegen des Eises. Und dann sage ich aber, die anderen kommen wegen der Weinschorle. Und verstehen Sie, das ist keine Ausrede, das Eis formal. Dann sage ich, versucht es mal ohne Weinschorle, ob sie dann kommen.
Also einfach Leberwurst und dann mach doch nicht sowas für Zahnlose und so weiter. Und dann diskutieren wir uns heiß. Ja? Und also in Neckargemünd ist dann die ökumenische Kirche, also da ist die Arche, wenn sich das rumgeschrieben, gibt es eine so relativ bekannte Arche, die ist so berühmt und so fest und so voll und da sind auch immer zweijährige Kinder drin. Also da ist wirklich alles voll, ist alles gut. Die katholische Kirche hat die ausgenommen, dass sie nicht zur Seelsorgeeinheit gehört wird, also sonst wäre das schwierig, die Gemeinden, die jetzt gewachsen sind zusammen, dass man die zusammenlässt. Da ist so ein Saal, so, dass man hier in der Mitte die machen da rechts Gottesdienst ist katholisch, links ist evangelisch und einmal im Monat wird die Wand weggemacht. Ja, dann ist es ganz voll, alles sehr schön. Ich sollte mal kochen auch so und ich kann gut kochen. Und dann habe ich gesagt, die einzige Nebenbedingung ist, wenn ich koche, so für alle, dann schmeckt das. Und dann sagen sie, nein, es muss vegetarisch sein. Und verstehen Sie, es werden immer Nebenbedingungen reingezogen, auch von den Evangelischen. Verstehen Sie, die einen sagen, Essen gibt es gar nicht oder wir müssen uns kasteien und so weiter. Und viele Evangelische sind dann gleichzeitig auch irgendwo so Kaffee zum fairen Preis. Ich verstehe es. Aber wenn es jetzt darum geht, einfach so ein bisschen die Gemeinde zusammenzuhalten, dann soll man doch mal die Ideologien weglassen. Und Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Form in diesen Dingen schon gewachsen ist. Verstehen Sie, wenn ich ein bisschen dran rühre, sollen wir nicht mal Pommes verteilen? Nein! Verstehen Sie, die Form ist gar nicht so sehr im Internet. Verstehen Sie, wenn man das Internet hat, das ist sterneweit davon weg von diesen Diskussionen um Leberwurstbrötchen. Und Sie müssen überhaupt, bei diesen ganzen Veränderungen, erkennt man überhaupt erstmal, in welchen Formen Sie völlig schon erstarrt sind in diesen ganzen Traditionen. Und Sie sind nicht bereit, irgendwelche Riten aufzugeben. Also das bleibt alles ganz, ganz, ganz stark drin, wird bis zu Hassideologien verbreitet dann. Und dann zanken Sie sich in der Gemeinde. Deswegen ist Wandel gar nicht so einfach. Und Sie denken immer, das, was jetzt ist, ist normal und das andere ist spinnig. Aber wenn ich nur ein ganz bisschen auch im Normalen was will, dann springen alle Leute und sagen, das muss ganz genauso sein. Oder man sagt irgendwelchen Jugendlichen, die sollen jetzt mal für Weihnachten den Baum aufstellen. Dann machen die nicht die Kette, wie wir das seit 100 Jahren haben, einmal so rum, sondern irgendwie längs oder weiß ich. Und das geht nicht, das hatten wir noch nie. Und ich kenne Leute, die springen dann auf und sagen, sie haben nach dem Krieg die Kirche selber aufgebaut, die sind ja noch da. Die haben das auch, das ist toll, dass sie das gemacht haben damals. Und die sagen, das haben wir jetzt immer so gemacht und das darf nicht geändert werden und so weiter. Das wollte ich nur sagen. Wir haben so mal Statistiken angeguckt, wie viele Leute kommen überhaupt zur Kirche. Ich glaube, die Zahl war 5 oder 4% von allen kommen echt in die Kirche. Und wozu machen sie das eigentlich? Also verstehen Sie, das geht so nicht. Das ist ein Flugplatz, fährt nur 5% benutzt man den. Oder ein Theater ist 5% benutzt und sonst, also zwar 3 Tage im Jahr und sonst nicht. Und dann sagt mir eine Pfarrerin, schauen Sie, dass diese ganzen Statistiken, erstens, also zu beachten, es kommen immer nur 5% in die Kirche seit aller Zeit, das erinnere ich aus meiner Jugend auch. Da in Groß-Himmstedt waren 10 Leute, 15 Konfirmanden, also zum Auffüllen. Und von den 10 Leuten hatten manche Kirchenland gepachtet, die mussten. Also da musste immer einer von der Familie kommen. Und hat mir eine Pfarrerin gesagt, das stimmt, die Statistik ist immer so, dass fast gar keiner kommt. Was traurig genug ist, also da gibt es keinerlei Anstrengungen irgendwie, aber sie kommen zu Sondergottesdiensten, also zu Beerdigungen, Hochzeiten und so, dann ist es aber ganz voll. Und wenn man die mitzählen würde, dann wäre die Statistik wahnsinnig viel besser. Man könnte auch diskutieren, wenn das so ist, dann machen sie doch mehr Sondergottesdienste. Verstehen Sie, was sie jetzt gerade machen, ist, dass die Hochzeiten von Laien und Beerdigen von Laien, oder das wird alles diskutiert, weil es Pfarrerknappheit gibt, dass man das alles runterfährt. Dann fahren sie unter Umständen das Falsche runter und so weiter. Das muss man alles mal diskutieren.
Und verstehen Sie, wenn man muss auch mal die Kirche so sehen, wie sie im Grunde jetzt ist, also jetzt gerade ist, und wenn man das diskutiert, was man ändern will, dass man das alles mal im Auge hat. Aber wie gesagt, das ist, die Diskussionen sind immer ganz schön extrem. Ja, warum sind die Predigten nicht auf YouTube? Ich habe mal so Lean Church, also ich habe ein ganz gehässiges Buch geschrieben, Lean Brain Management, wie man alles auf 20% der Kosten kriegt, also wenn man kein Geld ausgeben will. Und da habe ich auch ein paar ganz sadistische Seiten über die Kirche geschrieben. Das Problem ist, dass die Kirchensteuereinnahmen bis 2030 so auf die Hälfte oder ein Drittel fallen. Also die Hälfte ist wahrscheinlich gutartig geschätzt. Also da gibt es so Wanderungsbewegungen. Habe ich mir in Oldenburg angeguckt, als ich da war neulich. Dann gehen Leute nach Süddeutschland runter, dann werden immer weniger geboren, dann die Alten zahlen keine Kirchensteuer mehr, die sind dann raus. Und dann nimmt man dann, dass es ungefähr so bleibt nach den Hochrechnungen, und dann fallen die Einnahmen auf die Hälfte. Und da ist noch nicht mal eingerechnet, dass so Leute, die studieren, jetzt, verstehen Sie, die Ersten, die studieren, kommen auf eine halbe Doktorandenstelle, müssen gerade so als Diplom irgendwas so gerade so leben. Und dann als Erstes sagen sie, die erste Einsparmaßnahme, sie melden sich von der Kirche ab. Das blüht ja auch, das ist in den Statistiken noch nicht drin. Und das wird irgendwie richtig übel. Also sie stehen sozusagen wie Griechenland vor so einem Problem, also dass irgendwas gemacht werden muss, und dann fangen die Leute das an zu sparen. Und dann werden eher Kirchen aufgegeben, das ist so eine betriebswirtschaftliche Reaktion, die uns noch bevorsteht, also die Seelsorgeeinheiten der katholischen Kirche werden schon zusammengefasst, da kommt ein Pfarrer auf 16.000 Leute, der kennt überhaupt niemanden mehr. Ja, das ist, also die fangen schon an zu leiden unter der Sache. Kommt alles erst 2015, es ist noch nicht scharf. Aber die Kirchensteuer ist wirklich 2030 auf der Hälfte. Was machen Sie da, verstehen Sie? Und dann sage ich, dann macht's doch mit YouTube-Predigten oder irgend sowas. Dann sagen sie, nee, lieber nicht. Ich halte im Jahr vielleicht 70 Reden, da kommen immer vielleicht 100 Leute, mal 500, mal nur 20. Ja, wenn das so Unternehmerfeier, also so ein kleinerer Kreis. Und ich erreiche nie so viele wie mit einem YouTube, verstehen Sie, das gucken 10.000 Leute so ungefähr an. Seit ich das auf YouTube habe, ist das, was ich sagen will, kommt überhaupt in die Welt. Das ist nicht mal Billigversion oder so. Warum kann man nicht Luxus-Superpredigten auf YouTube ins Internet stellen? Aber richtig gute, also nicht einfach so. Nicht so eine Kamera hinhalten, sondern richtig gute. Und so weiter. Gut, das kommt aber auf Sie zu. Die Fragen müssen alle beantwortet werden. Wenn man nicht auf Magnum und Pommes geht, ich weiß nicht, was dann 2030 passiert. Die sind weg. Ja? Okay. Jetzt noch was Gelehrtes vorweg. Einmal durchlesen. Wenn das Neue kommt, wird erst gelacht, dann gehasst. Dann kommt's. Das ist immer so. Also jetzt über Pommes lachen Sie noch? Stehen Sie, Sie müssen sich so einen Lauf der Innovation vorstellen. Der Dück sagt, das ist Fanta und Pommes. Neckische Idee, ja, so. So, das habe ich jetzt immer bei Ideen bei IBM kennengelernt. Und dann gibt es so einen Punkt, wo sie das echt machen, also wo man wirklich da das macht. Und dann gibt es aber Ärger, verstehen Sie? Also so denkerisch, verstehen Sie, wenn es so lange ist, noch die Waschmaschine ist, ohne die Wäsche dazu, ist alles in Ordnung, das kann man. Also denkerisch, und wenn man es dann machen will, dann gibt es Ärger. Und darüber möchte ich eigentlich hauptsächlich reden. Ich habe das mal aufgemalt, das ist... Ich habe gleich auch eine Folie in Deutsch, aber die müssen wir einmal angucken. Das ist die amtliche Folie über Innovation. Das ist so 30 Jahre alt, das Buch. Das glaubt aber keiner. Das heißt The Chasm of Innovation. Sie kennen sicher das deutsche Wort Chasma. Das sind die Maßgräben. Das sind so diese, also das heißt Schlucht eigentlich auf Griechisch. Und das benutzt wird im Deutschen bei Maßgräben, diese ganz großen Teile da.
So, und es geht um die Schlucht der Innovation, wie man das rüberkommt. Das hat sich irgendwie so im Management-Deutsch sagen alle flüssig die vorher Fremdwörter so, ich habe gleich neue gemacht. Also die heißen dann erstmal so, die Visionäre kommen zuerst und Early Adopter heißt das, das sind diese, die jetzt schon 7-Zoll iPads wollen. Also die nächste Woche gibt es ein, das ist ein Gerücht, aber gibt es wahrscheinlich ein 7-Zoll. Ja, das darf es sonst nicht geben, weil Steve Jobs gemeint hat, Steve Jobs ist unfehlbar. Und jetzt ist er aber tot. Und also das wird jetzt, also der hat gesagt, 7 Zoll nein. Samsung hat aber welche, die verkaufen sich gut. Und nächste Woche vielleicht noch mit einem Word drauf, dass ich dann brauche ich, dann kann ich das direkt so in, ja? Okay. Dann gibt es sowas wie Early Majority. Das sind die Leute, die offen sind für Neuerungen. Da sind sie hier bestimmt alle jetzt so in der ersten Hälfte hier. Oder vielleicht sind sie sogar Early Adopter, wenn sie sich hier schon versammeln. Dazu muss ich gleich noch was sagen. Die ganzen Tagungen wimmeln vor Early Adopters. Da können sie hier im Grunde nichts lernen, weil sie sich hier so gegenseitig befeuern und begeistern. Das hilft gar nichts. Verstehen Sie? Das wollte ich jetzt sagen. Sie müssen irgendwie die andere Hälfte der Menschheit erreichen, die irgendwie ihren Ideen offen gegenübersteht. Die kommen zu Tagungen aber nicht. Die sind in der Regel nicht da. Und dann ist eine Tagung eigentlich nur so. Da hat so ein älterer Mitarbeiter mal bei mir über ihm gesagt, das ist das Geschrei, das Triumphgeschrei der Graugänse. Das war in dem sogenannten Bösen oder so, bei Konrad Lorenz ist das aufgeschrieben, also dass wenn bei Gänsen ein Fuchs kommt, dann legen sie sich so die Hälse so nach vorn so, ja, und flattern dann so ganz böse, dass auch ein Mensch Angst kriegt vor einer Gans. Also das trauen sie sich nicht, eine Gans anzugreifen, obwohl es ganz einfach ist, mit dem Fuß gegen den Hals, ist kein Problem. Und trauen sie sich aber nicht, ja, also echt nicht, also auch nicht nur einzeln. Und dann kommen die so als Schar, so können Sie sich vorstellen, wenn die flattern und ganz laut schnattern und so ein Hälse nach vorne, so das, und dann geht der Fuchs weg und dann schnattern sie nochmal, so mit Hälse jetzt hoch, nicht mehr so nach vorn. Das ist das Triumphgeschrei der Graugänse, wenn der Fuchs wegläuft. Und der Mitarbeiter hatte mir mal gesagt bei IBM, manchmal machen die Gänse das auch ohne Fuchs. Einfach so. Und das sind die Konferenzen. Das heißt Kickoff bei einer Firma. Ja, so. Gut, ich sage das einmal mit deutschen Wörtern. Also so halbwegs. Also ich sage jetzt einfach, es gibt 4 Klassen von Menschen. Es gibt sowas wie Protagonisten, die sind dafür, jetzt für Internet meinetwegen. Also wir gehen ins Internet, machen virtuell alles. Dann gibt es Open Minds, die sagen, spielt mal oder so. Ja? Die sagen dann aber ja, aber, also praktisch so. Aber es muss auch schön sein. Und es muss auch Leberwurstbrot geben. Und es muss, dann kommen, verstehen Sie, wenn Sie jetzt einen normalen Menschen so ein iPad geben, also bei mir zum Beispiel, dann überlege ich, kann ich das überhaupt gebrauchen? Und dann kommen die Visionäre, sagen, das hat ein Retina-Display, so viel Auflösung hast du noch nie gesehen und so. Und dann sage ich, ja, kann man PowerPoints jetzt in den Beamer kriegen? Ja, das nicht. Ich sage, ist da überhaupt ein Anschluss dran, also an VGA? Ja, muss ich ja haben. Weiß nicht. Ist da ein USB dran? Nein. Ein Micro-USB? Nein. Haben wir dann geguckt, es gibt so einen breiten Dings da, so ein zigpoliges Teil, da gibt es VGA nur für 50 Euro oder irgendwas. Gegen so ein weißes, 41 glaube ich, ne? Kriegt man so ein weißes Teil, dann kriegt man es schon mal auf VGA, das ist schon mal gut, aber kein Microsoft Office drauf. Dann kann man so eine App machen, das ist bei diesen Google-Handys auch, Android hat auch irgendwelche
Office-Version, aber ich will nur meine PowerPoint jetzt, dann brauche ich ja den Computer nicht mitzunehmen. Habe ich jetzt hinten in Apple, wiegt 2,3 Kilo. Und dann könnte ich runterkommen auf 500 Gramm als alter Mann, das wäre ganz deutsch. Und dann sage ich, verstehen Sie, dann sage ich, ja, aber kannst du das, ist der Apfelertapp dran? Und das ist die Hürde der Innovation. Und die Firmen nehmen das nicht ernst, verstehen Sie, die sind einfach nicht ernsthaft dabei. Die sagen, die kaufen, verstehen Sie, ein Teil der Menschen hat schon ein iPad und die anderen sagen, nee, ich warte erst, bis das irgendwie ist. Oder bei einem Android wartet man erst, bis das Samsung, das neue, das kommt jetzt am 12. Das soll dann aber bitte auch 4.1 drauf haben von Android, weil das erste ist, dass flüssig läuft, gibt es Gerüchte. Und dann würde ich mir das, glaube ich, jetzt nicht antun oder so. Und dann muss man natürlich 200 Euro mehr zahlen, weil Oktober nahe vor Weihnachten ist. Und dann müssen wir noch irgendwie bis Februar warten, bis der Schlussverkauf kommt. Und das ist hart. Ja, also, aber so. Und das ist immer diese Open Minds sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Die sagen, ich Navi ist schön, aber Bernhäuser Forst kannte es nicht. Also ich meins nicht, ich habe es wirklich geprüft. Und Navi ist schön, aber jetzt, der sagt immer, meine Frau ist total beunruhigt, wenn man von Waldhilsbach vom Königsstuhl runterfährt nach Heidelberg, so immer so hin und her, dann checkt das Navi nicht, dass man schon die Kurve gemacht hat und dann denkt man, das denkt noch, ich bin auf der Straße oben, dann denkt es, ich habe die falsche Richtung und dann sagt es immer, weil es 10 Meter dabei ist, ja, ich bin nur 10 Meter weiter, aber in einer anderen Richtung, das hat es nicht gecheckt und sagt, bitte wenden. Und dann machen die das, ja. Und so weiter. Und dann sagt wieder, bitte wenden und so. Und dann sagen die Leute, es funktioniert nicht. Und dann der Fußgängermodus ist okay, aber es geht ja nach einer Stunde die Batterie runter und so weiter. Und das will ich nicht. Und das geht nicht. Und das geht nicht. Und das geht nicht. Und irgendwann ist es dann okay. Und wenn das okay ist, dann ist sozusagen die Schlucht der Innovation überwunden. Okay? Dann gibt es immer Leute, die sagen, Navi werde ich nie benutzen, weil man davon digital dement wird. Das steht jetzt in dem Buch von Spitzer, also als großes Beispiel am Anfang, dass Taxifahrer irgendwie, die alles noch merken, haben irgendwie so eine Gehirnregion, die funkt. Und wenn man Navi hat, funkt die nicht mehr. Und daraus schließen wir, dass, ja, man darf dann auch gar nicht, überhaupt nicht mehr Taxi fahren, sondern man muss lieber zu Fuß gehen, damit man überhaupt weiß, wo man ist und so. Also wie gesagt, ich bin jetzt ein geouteter, ich kann jetzt irgendwie drauf rumtrampeln, das lasse ich lieber. Ich bin ein bisschen dagegen. Also da werden immer so Studien vorgewiesen, dass irgendwelche Eintagsfliegen irgendwas gemacht haben oder Ratten oder so, die man schnell nachzüchten kann. Und dann, bei denen ist dann irgendwas erwiesen worden. Dann wird immer ein Analogschluss gemacht auf Menschen. Das, ja. Was ich sagen will, es gibt eine Menge Leute, die einfach gegen dieses ganze Internet sind. Sie können sich alle diese ganzen Gegenargumente einfach ausdenken. Und dann gibt es welche, und die sagen, die Bibel wird angegriffen. Das ist ganz gefährlich, also da müssen Sie aufpassen. Ich habe noch eine zweite Folie dazu gemacht. Es gibt irgendwie so einen Punkt bei Navis oder Digitalkameras, können Sie das sehen, denn die fortschrittliche Hälfte der Menschheit hat das jetzt genommen. Also jetzt haben die alle einen Navi, jetzt haben die alle einen Laptop und so weiter. Und dann sagen sie, Opa, jetzt wäre es schön, du hast jetzt auch einen Facebook-Account, dass wir dich überhaupt erreichen können. Opa, du könntest jetzt auch eine E-Mail haben, dann können wir dir die Bilder schicken. Sagt Opa, ich will nicht. Ich kriege immer jetzt auch so von diesen Antagonisten immer so, ich habe gerade wieder ein Interview, muss ich beantworten, ist gerade in meiner E-Mail. Ist nicht das persönliche Gespräch besser als so eine E-Mail? Das fragen die immer. Und dann antworte ich immer zurück, wissen Sie, als das Telefon eingeführt wurde, also auf dem Dorf in Groß-Simstedt, da haben die alle gesagt, man muss überlegen, was man sagt. Dann schwallt man da ins Telefon einfach dummes Zeug rein. Ich höre die manchmal. Ist das Wetter bei dir schön? Natürlich ist es schön. Immer dasselbe. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Blablabla. Dieses, verstehen Sie, was man so telefoniert? Und es ist zum Kotzen. Man soll sich hinsetzen und einen schönen Brief schreiben, wie man das immer gemacht hat, die ganzen Hunderte von Jahren. Und Briefschreiben ist das einzig Wahre. Und dann faltet man ihn auf und liest ihn dreimal in Andacht. Dann was ganz Konzentriertes und Wertvolles steht da drin. Und telefonieren ist das Teufels. Erinnern Sie sich noch, wenn Sie so alt sind?
Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt nochmal. Und was jetzt eigentlich passiert ist, sozusagen, dass die Leute, die erste fortschrittliche Hilfe sagt, Internet haben wir geschluckt oder so, und jetzt sollen das mal bitte alle machen. Und in diesem Augenblick, das passiert jetzt gerade, in diesem Augenblick kommt so ein Buch wie Digitale Demenz raus. In dem Augenblick, wo Sie, verstehen Sie, wenn das nicht mehr Privatsache ist, wenn jeder Facebook haben darf, ist okay. In dem Augenblick, wo man sagt, Opa, jetzt musst du auch Facebook haben, damit wir mit dir chatten können, sagt er, jetzt wird es schlimm. Und in diesem Augenblick erscheint mit Sicherheit ein Buch, das Facebook süchtig macht und dass die Daten unsicher sind. Und dann guckt einer mal rein, was da eigentlich geschattet wird, nämlich ungefähr so, ist das Wetter bei euch schön? Ja, das Wetter ist bei uns schön. Verstehen Sie, was man früher als erstes telefoniert hat, das schreibt man jetzt bei Facebook rein und dann sagen sie wieder, das ist das Übelste, du musst wieder konzentriert telefonieren oder dich besuchen und Kuchen essen und so weiter und mich sollt ihr besuchen und so, dann geht das alles wieder los. Und nur die Argumente wechseln. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Kirche irgendwas durchsetzen wollen, dann verstehen Sie, Sie sind jetzt Protagonisten. Sie müssen erst nochmal die erste Hälfte der Menschheit überzeugen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann kommen erst die Glaubenskämpfer. Die sind jetzt noch gar nicht da. Jetzt sagen Sie, wir machen mal so eine Spielwiese für euch auf und ihr dürft ein bisschen so experimentieren und Experiment-Days machen. Das ist alles okay, das ist alles noch hier. Und dann wird es langsam eingeführt und wenn man sagt, jetzt macht man das zur Regel, also wir haben in diesem Dorf jetzt gar keinen, der gut Orgel spielt, wir ärgern uns jeden Sonntag zu Dreck, dass die schönen Lieder, die Heiligen irgendwie so verstoppelt werden und dann hören wir jetzt einfach auf Bose Lautsprecher Bruckner Te Deum. Und dann sagen sie, nein, das geht nicht, wir haben immer schon gesungen, wir haben immer eine Orgel gehabt und so weiter. Die harten Kämpfe kommen erst, wenn das halb eingeführt wird, wenn man sagt, es geht ohne Waschmaschine nicht. Oder das ist immer bei allen Leuten so, nehmen Sie sowas wie Nassrasierer, da haben Sie, wenn Sie auch so alt sind, Nassrasierer sind 10 bis 20 Jahre verteufelt worden. Also die Frauen haben sich geweigert, ein Mann, der braunen Rasierer hatte, dass sie den heiraten, also der ist nicht glatt. Und so, ja, also diese ganzen, Sie können alle technischen Stufen durchgehen, wann Sie wollen. Es gibt immer diese beiden Stufen. Erstmal nehmen das ein paar und irgendwann sagt man, es soll zur Regel werden und dann gibt es richtig Krach. Und der steht noch bevor. Und der könnte so aussehen, dass der Glauben jetzt gefährdet ist oder sowas und das hat nichts mehr mit Jesus zu tun und so. Und dann wird es richtig, richtig hart. Das ist aber noch gar nicht da. Und Sie, verstehen Sie, wenn Sie jetzt schon frustriert sind von der ersten Hürde, dass die normalen Menschen das irgendwie ja, aber sagen, das ist noch harmlos. Und was man eigentlich machen muss bei Innovationen, ist wie auf der vorigen Folge, dass die sagen, ja, aber, die Batterielaufzeit geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Eine gute Idee ist, machen Sie es weg. So gut es geht. Also die sind ja nicht blöd. Das sind die erste Hälfte, die aufgeschlossene Hälfte der Menschheit. Die sagt, die möchte das schon haben, aber, und machen Sie es einfach weg. Und wenn sie das weggemacht haben, dann nehmen die das und dann sagen sie, jetzt ist es gut genug, dass alle das machen. Und dann gibt es den Krieg erst, wie gesagt, der fängt an. Ja? Deswegen sind diese Bestseller da. Deswegen muss in dem Bestseller auch nicht bewiesen werden, dass das Internet krank macht oder Facebook süchtig. Das muss nicht bewiesen werden. Die Leute wollen gar nichts mehr beweisen, sondern die wollen kämpfen. Und für Kämpfen ist es gut, einfach den politischen Gegner platt zu machen. Das hat nichts mehr mit Argumentation zu tun, das ist Kampf. Bis hier ist irgendwie, geht es noch irgendwie um Sinn und Zweck und um sinnvolle Gestaltung des Lebens. Und dann, wenn die sich hinten reinstellen und sagen, der Glaube oder irgendwas ist gefährdet, dann gibt es richtig Krieg. Und da gibt es keine Sachargumente mehr. Und das muss man irgendwie dann auch noch, das sehen Sie ja, Luther hat die Thesen dran geschrieben und dann werden ein paar evangelisch und dann gibt es aber erst ein paar Jahrzehnte Kriege. Also so richtig. Also solange das alles noch so im Protagonistenstatus ist, dann sagen sie, da sind so ein paar Abtrünnige, ab und zu werden welche aufgehängt, aber es ist noch nicht richtig los. Und erst wenn so Fürsten sich entschließen, evangelisch zu werden und sagen, mein ganzes Land auch, dann ist irgendwie, gibt es dann richtig Krach. Gut, ich wollte ein bisschen was zur Kultur sagen, da gibt es so ein berühmtes Buch, Grundformen der Angst, das habe ich jetzt auf eine Folie verdichtet.
Das ist nur 100 Seiten, glaube ich, oder 120. Meistens kriegt man noch so ein anderes Buch dazu, wenn man das kauft, damit es ist nicht sehr dick. Das sagt, ein Mensch hat zwei Achsen in sich. Die eine Achse sagt, es soll alles immer so bleiben, wie es ist. Das ist zwanghaft in der Psychologie. Das klingt ein bisschen hart, müssen Sie sich dran gewöhnen. Also das heißt einfach nur, es soll alles so bleiben, wie es ist. Hysterisch ist, ich langweile mich, Papa. Können wir nicht mal was anderes machen? Also die einen haben Angst, dass alles so bleibt, und die anderen haben Angst, dass es anders wird. Das ist das Problem. Und was hier immer diskutiert wird über den notwendigen Wandel, das wurde auch vorhin gesagt, das sind so Zwanghafte, die sich nicht wirklich trauen, hysterisch zu werden. Sie sagen, ich muss irgendwie nach rechts, aber lass es uns irgendwie schmerzfrei hinkriegen. Also verstehen Sie, die richtig Hysterischen, die gehen da mit Freude daran. Das wird ihnen auch übel genommen. Also sehen Sie, wenn Sie hysterisch sind, müssen Sie immer ein bisschen Rücksicht auf die anderen nehmen. Dann gibt es die Seite, das heißt Schizoide, das sind Leute, die mehr ich-konzentriert sind, die alle, also Informatiker, die arbeiten am liebsten vom Bildschirm. Verstehen Sie? Das sind Leute, die das Internet also mit hervorbringen, und mit dem Internet haben die überhaupt kein Problem. Also wenn so eine depressive, also das heißt, ich fühle mich gut, wenn ich allein bin, wie Steppenwolf bei Hesse. Und depressive ist es keiner da, ich sterbe. Verstehen Sie? Und die sagen immer Teamarbeit, ja, die sagen auch Massenbürohaltung oder so, alle in Arbeit. So. Die wollen immer Einzelzimmer haben und so weiter. Verstehen Sie, da gibt es richtige Kriege zwischen diesen verschiedenen. So, jetzt haben Sie, glaube ich, jetzt verstanden. Nur damit Sie es nicht für Lästerei halten. Ich habe das aus einem richtig guten Buch genommen. Also, nur, dass Sie es durchlesen. Also ganz schnell, damit die Folien können Sie natürlich haben. Also zwar zielt auf Recht und Ordnung, wahr, falsch, richtige Antwort, Macht, Beherrschung, alles muss perfekt sein, Gewissenheit, ehrgeizig, hartnäckig und so weiter. Das. Sehen Sie es? Das ist zwanghaft, okay? Das andere ist unterlebenslustig, Show stehen im Mittelpunkt, Applaus in der Kirche, und die machen keinen Applaus in der Kirche, das ist still. Andacht. Und die sagen Bravo, oder die finden auch mal, ja, so, das ist anders, okay? So, das steht in dem Buch drin. Also ich kann da nichts für, das ist so. Depressive Persönlichkeit braucht Nähe und scheut Einsamkeit, ist Angst und Ablehnung. Sie fühlt sich, denn das müssen Sie echt durchlesen, sie fühlt sich wohl, wenn sie ein bisschen geführt wird, und ordnet sich unter. Kann sich schwer entscheiden. So diese Christen, die sind so lieb, verstehen Sie? Also, Sie können sich das mal durchlesen, also auf was so ein Christ ist, also. Ja, so. Und Schizoide, gucken Sie, das sind diese stolzen Informatiker, die sagen, ich bin der Meister. Dann kommt ein Depressiver im Team, kannst du uns helfen, der Computer ist ausgefallen. Dann kommt so ein Schizoider. Der Stecker ist nicht drin. Und geht dann so wieder raus, und dann sagen sie, du Arsch. Ja, so. So, Sie können ein bisschen, wenn Sie sich lange in das Buch rein vertiefen, dann können Sie irgendwie auf die Idee kommen, dass die katholische Kirche zwanghaft ist und die evangelische depressiv. Das habe ich jetzt einmal gesagt. Also das will ich nicht weiter kommentieren. Ja, das liegt auch ein bisschen an den Frauen, die Priester. Also Sie können das alles in aller. Nehmen Sie einfach die Folien und gucken Sie einfach mal nach. Ja? Okay, was man jetzt mit Innovation wirklich macht. Also ich habe immer ein paar Leitsätze aufgeschrieben. Es gibt auch ein neues Buch im Januar, Das Neue und seine Feinde oder so ähnlich heißt das, beim Campus Verlag. Das ist mehr so für, wie man Großunternehmen umbringt oder also in die andere Richtung führt. Und das sagt immer, das ist dieser dumme Spruch, ich kann schon nicht mehr hören. Es geht ganz schnell, um Entschuldigung zu fragen, und Erlaubnis kriegst du nicht. Ja? Also die meisten Leute fragen immer um Erlaubnis, wenn sie was ändern wollen. Die kriegen sie natürlich nicht, und man muss es einfach bauen, selber. Und dann kommen die anderen Leute und sagen, hör mal,
das geht nicht. Und dann sagen, Entschuldigung, das wusste ich nicht, dass es verboten ist. Das ist viel besser. Ich kann das ganz gut, weil ich Matheprofessor bin. Von Matheprofessoren werden so grobe Fehler einfach erwartet. Also so in gewissem Rhythmus, weil ich so irgendwie sonst so irgendwie unnahbar bin. Ich bin, hier sind ja so Geländer, das finde ich total gut. Hier dieses. Ich habe das Video, das ist einer meiner besseren Reden vor 20 Tagen auf der Homepage, das ist auch auf YouTube inzwischen. Und da habe ich gezeigt, da das mit dem Bravo, wo das da ganz klein steht, das Internet ist out. Und da bin ich hingegangen und bin irgendwie verschwunden hinter der Bühne. Es hat sehr, 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 sehr wehgetan. Also ich habe ist immer noch nach jetzt 2-3 Wochen alles noch gelb, also nicht mehr blau. Ich habe so durchgehalten. Ich bin sofort auf die Bühne gesprungen und gesagt, also sofort twittern, Dück stürzt ab. Und habe gleich weitergeredet, Show must go on, aber das hat wehgetan. Also ich habe so 2 Nächte nicht geschlafen und so weiter. Und das erwartet man von einem Matheprofessor, ganz unbedingt. Dann sagt er, das macht ihn irgendwie menschlich. Und in der Firma habe ich das so kapriziert, dass ich mir diese groben Fehler aufgehoben habe, wenn ich wieder was angestellt habe. Also dass man irgendwas baut. Also ja, ich habe jetzt auch in einem neuen Buch zum Beispiel gesagt, also wir mussten irgendwelche, für die CeBIT mussten wir irgendwelche Daten sammeln, irgendwas. Wir mussten so ein Expertensystem aufbauen, das soll ja irgendwie Expertise ausdrücken. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir dann da irgendwie machen. Dann ist einer auf die Idee gekommen, wir machen so Radfahrerdaten, also wie viele Gangschaltungen die brauchen, wo sie wohnen oder irgend so ein Expertensystem. Und dann mussten wir nur noch irgendwie mal schnell 1000 Leute haben, die ganz schnell sagen, wie viel die Steigung in ihrem Dorf ist und wie sie sich dazu übernehmen. Einfach nur so, ganz schnell. Und dann haben wir im Forschungszentrum so einen Server im Internet hochgefahren. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Das weiß ich aber nicht. Jedenfalls konnte das einer und der hat das hochgefahren. Und dann haben wir gefragt, und dann gibt es so Bestimmungen, dass man in einer internationalen Konzern niemanden befragen darf, weil das Management ja immer nur befragt. Das darf man nicht einfach so. Man darf keine Personendaten erfassen, gar nichts, was mit Personen zu tun hat. Auch nicht Fahrrad, gar nichts. Und wird böse geschimpft. So, es gibt ungefähr 400 Bestimmungen, die das, also das geht gar nicht. Und dann ungefähr, als wir 500 Daten hatten im Keller, da kam ein Anruf, was da denn los sei. Dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Und dann haben sie mir erklärt, dass das eine Schweinerei ist. Das möchte ich mal wissen, wer das gemacht hat, so ein Schwein. Dann habe ich gesagt, das werde ich sofort unterbinden oder sowas. Und dann sind wir in den Keller gegangen, haben gefragt, also wie viele Daten habt ihr? 700? Warte noch ein bisschen. Dann habe ich gesagt, ich finde sie noch nicht oder die sind in der Mittagspause, aber irgendwas. Irgendwas ist hier lustig. Sie können sich das Ende vorstellen. So um 3 Uhr habe ich gesagt, ich habe sie geköpft. Ich war so hart, lass sie in Ruhe, es war Strafe genug. Ja? So, und dann, das wissen auch alle, also verstehen Sie, es ist nicht so, dass der da oben, wenn er mich erwischt, aufhängen würde. Das tut er nicht, sondern es war ja eine gute Tat irgendwie. Und die CeBIT ist ja dann auch gelaufen und alle haben sich über die Fahrradtaten gefreut, es ist ja alles in Ordnung. Und man muss nur, verstehen Sie, was man machen muss, ist bei Innovationen, man muss irgendwie erkennen, dass die anderen Leute einen anderen Wertemaßstab haben und die wollen hauptsächlich, dass die Bestimmungen eingehalten werden. Das habe ich im Grunde gemacht. Also es sind irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten und ich habe geschworen, die Schwierigkeiten in möglichst kurzer Zeit zu fixen. Das habe ich auch. Nach 3 Stunden war es ja over und dann haben wir das protokolliert, dass sich ein Missstand und dann habe ich protokolliert, ich habe den Missstand wieder abgestellt. Und dann sind die Akten alle in Ordnung. Verstehen Sie, Sie müssen dieses Heilige darüber müssen Sie irgendwie auch befriedigen, dass dann alles in Ordnung ist. Die Zwanghaften müssen so einen Haken dran haben und dann ist es auch in Ordnung. Dann, also verstehen Sie, Sie können als Hysterischer nicht einfach hysterisch sein, sondern Sie müssen den Zwanghaften sagen, komm, ich weiß, dass Regeln. Verstehen Sie, in dem Sinne sollten Sie nicht zu sehr viel um Erlaubnis fragen, einfach machen. Besser ist es, sowas wie Pre-Innovation zu betreiben. Es wäre besser, Sie hätten Vertrauen bis zum Bischof raus, dass man Sie für einen anständigen Menschen hält.
wenn man sie für einen anständigen Menschen hält. Und sie sind mit allen vernetzt und helfen den Leuten, also auch bei Dingen, die die wollen. Also sie helfen bei Dingen, die sie eigentlich nicht selber machen würden als Jugendlicher, sondern sie helfen der Kirche als solcher und sind im Grunde ein braver Staatsbürger. Dann dürfen sie auch mal Neuerungen machen. Und im Grunde muss man sich irgendwie auch das Vertrauen durch Mitarbeit irgendwo erwerben im Alten und darf dann im Neuen auch mal was machen. Das ist dann viel einfacher. Wenn sie gleich mit was Neuem anfangen, fragen sie, wer ist denn das da überhaupt und was macht der? Und dann hält man sie für einen seltsamen Menschen und dann werden sie irgendwie aus dem Verkehr gezogen, kriegen keine Erlaubnis und so weiter. Und es wäre besser, man macht Pre-Innovation. Also bevor man Innovation anfängt, muss man sich derer würdig erweisen, also dass man es überhaupt darf. Verstehen Sie, Sie können in der Partei, Sie können nicht in der SPD plötzlich irgendwas sagen, was ganz weit rausgeht, dann kriegen Sie einfach nur Haue. Wenn Sie aber Helmut Schmidt darf das. Also das ist lange Pre-Innovation, so lange will ich gar nicht. Aber ja, der darf einfach sagen, Steinbrück wird jetzt, kann vor einem Jahr schon, und dann machen die das irgendwie dann so mit der Zeit. Also ein anderer dürfte das nicht, den hätten sie aus dem Verkehr gezogen. Ja? Und das ist sehr wichtig, dass man sich überlegt, wenn man was Neues anfängt, ob man das Standing dafür schon erworben hat, dass man es überhaupt darf. Das dauert unter Umständen relativ lang. Machen Sie bitte keine Meetings. Meetings machen alle Innovationen platt, weil dann, verstehen Sie, in dem Meeting sitzen Protagonisten, das sind Sie, dann vielleicht einer, zwei, und dann sitzen da 5 Open Minds, 20 Close Minds und 3 Antagonisten. Was kommt dabei raus? Sie werden niedergestimmt. Und dann sagen Sie, die Leute sind unbeweglich. Das ist das Problem. Verstehen Sie, auf Tagung ist das schon richtig. Hier sind nur die Protagonisten. Und jetzt müssen Sie langsam trüppchenweise zu den Open Minds raus. Aber wenn Sie ein Meeting machen, ist es paritätisch besetzt. Und dann sind irgendwelche Leute da, die sagen, ihr bringt die Kirche um. So, und dann können Sie nichts machen. Dann ist es Missstimmung da. Dann ist die ganze Begeisterung, die Sie für das Neue reintragen, einfach weg. Und also Sie dürfen das nicht machen. Ich habe das jetzt so einen Lehrgang gehalten im Innenministerium in Berlin. Da haben wir gesagt, die machen auch immer Meetings. Die wollen so irgendwie auch Internet einführen. Und dann kommen Leute und sagen, das zerstört die Ämterstruktur. Oder wie sollen wir das machen? Oder das löst den Föderalismus auf. Wird es auch. Ja, warum sollen wir das in den ganzen Bundesländern getrennt machen, Geburtsurkunden ausstellen? Kann ich nicht einfach meinen Personalausweis mit dem Computer zeigen? Piep, sagt er, das bist du, Gunther. Dann sage ich, ich will eine Geburtsurkunde. Dann schickt er das einfach. Warum muss ich da überhaupt irgendwo anrufen? Oder ich bin jemand in Baden-Württemberg, muss ich in Niedersachsen anrufen, in Sölde, dass die das da machen. Die haben das noch handgeschrieben. Ich kann dann auch Registerauszüge von Heiratsurkunde von meiner Mutter, musste ich irgendwie herbeizaubern, als sie gestorben ist. Also weiß ich auch nicht warum, aber das kommt dann wieder handgeschrieben an und so. Bitte nicht. Also Meetings sind deshalb verboten, weil die Gruppe, das sind gemischte, verstehen Sie? Das muss man vermeiden. Dann muss man Leute haben, die mitarbeiten. Nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, die echt mitarbeiten. Wenn ich bei IBM einen Aufruf gemacht habe, ich brauche jetzt 100 Leute, die echt mitarbeiten, melden sich immer 200. Und dann sagen wir als erstes, wir arbeiten Montagabend von 7 bis 8. Irgendeinen Termin müssen wir haben, wo wir uns dann mal telefonisch abstimmen. Dann sagt schon mal die Hälfte, da kann ich nicht, weil ich da Chor habe oder so. Und wir fangen immer mit 200 an und 10 arbeiten echt. Müssen ganz ruhig bleiben, wenn sich 200 melden. Die schmelzen ganz stark ab. Und dann passiert was. Und die müssen gut sein. Es ist eine wesentliche Sache bei Innovationen, dass da nicht irgendwelche Leute da immer nur rumtröten oder sagen, so sollen wir es nicht doch anders machen oder jetzt habe ich Angst, dass der Bischof irgendwie schimpft oder sowas. Das müssen richtig so Leute sein, die echt arbeiten wollen und die echt so Feuereifer haben. Und das steht in dem Handbuch für Innovation, have the ability to work only with the best. Sie müssen die Fähigkeit haben, dass sie mit wirklich guten Leuten arbeiten können und dass die auch mit ihnen arbeiten. Das ist nicht klar. Die wirklich guten Leute sagen unter Umständen zu ihrer Innovation, das ist Pipifax, da mache ich gar nicht mit. Sie müssen sich so interessant hinkriegen, dass sie ein paar wichtige Leute da mit reinkriegen, sonst haben sie einfach gar keine Chance.
Okay, dann muss man halt die ganze Sache attraktiv verpacken, so wie ich mit meinen Fahrrädern für die Cebit, das muss man irgendwie, dann darf man das wieder. Also wenn es irgendwie schick ist oder gut, dann darf man alles. Und das muss in einer gewissen Weise auch professionell gemacht werden. Können nicht einfach irgendwie was Gestoppeltes. Wenn ich jetzt bei der Cebit mit den Fahrraddaten irgendwas Komisches gemacht hätte, gleich auf, ne? Ja, ist auch, glaube ich, die letzte, oder? Wenn ich da was Komisches gemacht hätte, das wäre dann hätte ich irgendwie Probleme bekommen. Ist ja klar. Sie muss schon gut sein. Sie sollten, also eine gute Idee ist, Bücher zu lesen, gibt es fast gar keine. Ich habe eins zu Hause, das ist aber vergriffen von Charles Handy, das ist so der größte Managementdenker der Europäer, also wahrscheinlich der einzige, sagt man, sagen manche. Also sonst ist das alles aus Amerika. Wie Handy. Und der hat ein Buch geschrieben, Management of Voluntary Organization oder so, sowas könnte man sich mal zur Verfügung stellen. Und da sagen fast alle kriegen das immerhin, so einen alten Nachmittag zu machen. Verstehen Sie, so in 3 Monaten, das kriegen sie hin. Oder eine Tombola. Also das heißt ein Event organisieren, also ein One-Time-Event. Das kriegen alle noch irgendwie brauchbar hin. Im Internet läuft es aber darauf hinaus, dass sie einen gewissen ständigen Service bieten müssen. Der SV Welt-Hilsbach zum Beispiel ist auch im Internet mit einer Webseite. Und dann 3 Wochen später aktualisiert einer die Fußballergebnisse. Und da verlange ich als Internetmensch, dass sie irgendwie während des Spiels noch mit Twitter hochgeladen werden. Dass sich das am besten noch Twitter so jetzt bei Schlusspfiff 2-0. Nicht 3 Wochen später. Wenn sich das in einer Kirche so leistet, dann gucken da Leute 2-mal rein und sagen, das ist einfach noch Schrott. Und das ist ein großes Problem. Sie müssen dann von One-Time-Event, was Sie ganz gut können, müssen Sie auf Service rüber. Das ist mehr Disziplin. Und Service muss dann auch gut sein, der muss richtig exzellent sein. Wenn der Service nur mittelmäßig ist, dann sagen Sie, das ist jetzt irgendwie, die haben sonst was gemacht, Bohai, und jetzt sowas Blödes und ist nie da und weiß ich, die ist nicht aktuell, das bringt es auch nicht. Und wie gesagt, wenn man das Internet will, müssen sie wirklich auch ständig da sein, es muss immer aktuell sein und es muss ein Service sein, das muss immer einer machen. Und das ist echt Arbeit, denn jeden Montag 1 Stunde konzentriert einfach Arbeit. Ich habe das jetzt mit meiner Homepage gemacht, 2005 eröffnet, da sind 3 Besucher pro Tag gekommen. Ich habe alle 14 Tage, immer montags, oder also heute Abend, schreibe ich eine neue Kolumne, die ist schon, ich muss nur noch hochladen. Am Sonntag kriege ich zu viele Out-of-Office-Replies. Das kriege ich ganz Hunderte. Bin gerade nicht da. Montag ist besser. Und dann lade ich das heute Abend hoch. Das mache ich seit alle 14 Tage ganz konsequent, fast auch über einen Urlaub rüber, seit 2005. Und jetzt sind ungefähr 700, 800, 900 pro Tag drauf. Ist ganz langsam gestiegen. Und Sie müssen das lange aushalten, dass da nur 2 pro Tag draufgehen. Sie können nicht sagen, das hat nichts gebracht oder so. Das muss man halt machen. Okay, und wie gesagt, Gläubigen orientieren, also wie Kunden orientieren, gehen Sie mal raus und fragen Sie die Open Minds, was die noch ja, aber zu sagen haben. Normale Menschen, also aufgeschlossene normale Menschen, keine Glaubenskämpfer gegen das Internet. Und fragen Sie, was die noch zu meckern haben und machen Sie es weg. Verstehen Sie, das sind die Open Minds sind die staatstragenden Leute, das sind die sozusagen als Erste aufgeschlossen sind, die haben viel Einfluss normal. Und wenn die sagen, das ist noch nicht gut, die Batterielaufzeit und so weiter, dieses alles, das geht noch nicht, dann ist es irgendwie nicht richtig. Sie müssen die irgendwie mindestens die erste Hälfte kriegen. Ich lasse es mal, das hängt über meinem Schreibtisch. Habe ich mal gekauft. Das hat mich so gefreut, das Bild, da war ich Assistent für Mathematik im Jahr 1980 rum. Und irgendwie, ich weiß nicht, was Ihnen das Bild sagt, mir hat es gesagt, ich fliege los. Die sollen alle schnattern und ich fliege los. Und das hängt seitdem da. Das hat unerhört viel Geld gekostet, 40 Mark, also für so einen Halbstudenten, ich hab gedacht, das müsste ich eigentlich über meinem Zimmer, in meinem Zimmer hängen haben. Und dann bin ich 2 Tage später habe ich es gekauft, bin ein paar Mal vorbeigelaufen. Das war nur eine Fotografie von so einem Künstler im Flohmarkt, irgendwo Regensburg oder Passau war das. Okay, dann so Abspann. Da gibt es 5 Stück professionelle Intelligenz, die können Sie haben, von da draußen. Wenn das nicht reicht, also wenn die verkauft sind, habe ich noch ein paar mit. Und jetzt geht die nächste Folie. Jetzt ist es auf analog gesprungen. Das gibt es und ganz jetzt, ich weiß nicht, ist das im Internet jetzt? Was wir? Das wird aufgezeichnet.
dann mache ich noch eine Millisekunde das nächste Buch, das heißt die Geburt des Neuen. Also ich weiß nicht, ob ich das darf. Also mit dem Verlag bin ich nicht so sicher. Also das heißt dann so, das Neue und seine Feinde, ich lasse es mal. Wie gesagt, wir können dann auch ein signiertes haben und danke für Ihre Aufmerksamkeit.